Ich gehe all in. Ja, wie? Ich habe eh den Joker. Die Fußballbibel. Mein Tipp zur Fußballwelt. Ich habe das in Brasilien gesehen. Als ich Christ wurde, wollte ich den Fans das Beste sagen, was man einem Menschen sagen kann. Jesus liebt dich. Ich stelle euch jetzt mal ein Buch vor, das ich extra für die Fußball-WM geschrieben habe. Komm mit. Und zwar ein Buch der Bücher, aber als Fußballversion. Müssen ein bisschen näher kommen, wer da alles dabei ist. Nämlich Jürgen Klopp, Louis Holtby, Didier Jakonan, Shiplock, Dennis Aogo, Elkin Soto und so weiter. Also Riesengeschichte, lauter coole Fußballer. You should so read it, because God love you. So go and get it. Hello, my name is Anthony Uja. I'm a player of FC Köln. I'm a Christian. I love Jesus. I have a Bible and I read my Bible every day. I want you to get closer to Jesus. Read a lot about God and what God has done for many people. And I promise you, He will do a lot in your life also. And here is a football Bible, stories from football players and what Jesus has done for them in their lives. And your life will never remain the same as you get closer to Jesus. God bless you. Hallo, mein Name ist Josef Mudika, ich bin Nationalspieler Angolas. Ja, und wie es in der Bibel steht, der Mensch lebt nicht nur vom Essen und deswegen lese ich die Fußballbibel perfekt zur WM. Holt sie euch und genießt es. Das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Und du hast dann vergessen. Was habe ich vergessen? Den David. Ja, ich habe einen David vergessen, den David Lewis heißt der, gell? David ja. Lewis von Chelsea. Aber noch einen David. Welchen? Den Kadel. Den Kadler. Dafür habe ich ihm Geld gegeben, dass er das sagt. Nee, David, super geil, dass du mitmachst. Eine kurze danke, Message ja. An deine Fans für das Buch. Ihr habt das mitbekommen. Jetzt kommt Ostern und holt euch das Buch. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Macht's gut. Ciao.